Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge von Emergency 5 mit der Lünche-Modifikation im Multiplayer zusammen mit der Leitstelle. Und da sehe ich schon einen Einsatz mit Hanna und Pascal. Hallo. Hallo. Ich muss auf die letzte Täter. Folge leider. Wir brauchen ja, auf jeden Fall einen Täter anlaufen. So, da habt ihr erstmal einen Streifenwagen. Achtung, Einsatz für Alex Explosion und Gebäude. Diebstahl. Erstmal 2 Halves. RTW, NES, sonst noch. Übrigens noch ganz kurz, ist doch jetzt gerade schon ultra stressig direkt losgegangen. Achtung, aber Einsatz für 1HLF. Wollten 20 diese Folge noch das HLF zeigen, was noch nicht dran war. F2 also es noch nicht gezeigt Explosion haben bisher. G, E, B, A, E, U, D, E. Brennender Müllcontainer, warum haben wir so viele davon? Ich sehe hier keine Einsatzstelle. Bei Explosion im Gebäude. Nee, ich sehe auch noch nichts brennen, also daher. Achtung, auch Einsatz ich für mich. 1LF101. Brennender. Ich schicke erstmal hin. Nee, wir wollen diese Folge mal das zeigen, was wir noch nicht gezeigt haben, was die letzte Folge ist. Das heißt, was euch erwarten wird, hoffentlich. Atemschutzlogistik. Tobi ist schon angeschaltet. Bei mir ist er auch schon angeschaltet. Da was wir auch noch vorhaben zu zeigen, ist der Schlauchwagen, wie der funktioniert. Haben wir auch noch gar nicht gemacht. Haben wir das Wuppertal, glaube ich, auch nicht gemacht. Doch. Da haben wir einmal. Echt? Okay, kann mich nicht mehr dran erinnern. Und was wir auch noch machen wollen, ist nochmal eine ordentliche Demo machen. Ah, jetzt brennt es. Aber fuck auf Feuer. Weil das, was wir bisher, wir hatten mal schon mal eine Demo, aber die war ein bisschen blöd, weil die so eingekringelt war auf so einen engen Ort, deswegen. Ja. Das ist Tobis Feuerwehr natürlich da beim Explosion-Gebäude. Meine kommt erst später noch. So ein Gebäude hätte auch einen Löschzug gereicht, Hanna. Beim nächsten Mal. Okay. Das ist wie ein normaler Hausbrand, nur seitdem vor der Explosion war. Also wenn ich Explosion höre, denke ich auch, dass es Verletzte geben könnte. Scheint nicht so. Also es gibt, die beiden Häuser, die brennen, haben keine Symbole bezüglich hier irgendjemand rausholen. Ja, weil brennen und Explosion macht ja da mal einen Unterschied. Ja. In Emergency jetzt nicht so unbedingt. Aber ja, kannst du nicht wissen. Eben. Lagemeldung, brennender Müllcontainer, 2 Kioske in Gefahr. Achtung, Einsatz für 10 RTW 1. Mit dem einen Kiosk gibt es die Wild-Zeitung zu kaufen. Die Wild? Leicht zu verwechseln mit einem tatsächlichen Boulevard-Klatschblatt. Genau, wir haben es ja ab Atemschutzlogik. Hier sehen wir sozusagen, wer wie viel Zeug noch in der Flasche hat. Ja. Und die müssen auch noch ihre Atemschutzflaschen wechseln. Nach einer Weile. In der Realität halten die auch nicht unendlich lange. Ich habe das jetzt hier einfach mal aktiviert. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt bringt. Dein NEF brennt, weil du sie mal wieder zu nah platziert hast. Und dein Notarzt, der fackelt auch bald ab. Notarzt verletzt. Immer mehr ist die ATW gebraucht. Kannst du den Notarzt mal direkt ziehen? Ihr seid irgendwie... Nee, nur Pascal, der lässt seine Fahrzeuge also an. Also, Notarzt bitte mal wegziehen, danke. Ah, der Notarzt braucht ein NEF zu versorgen. Ich wollte gerade fragen, ist nicht schon Notarzt vor Ort? Okay, ich will nichts sagen, aber wir bräuchten wohl nochmal weitere Verstärkung in Form von einem Löschzug beim Explosionengebäude. Es brennt jetzt die Allee. Und ein viertes und drittes Gebäude brennen auch. Das war 14. Wir haben so im Vergleich zur letzten Folge ein bisschen geswitcht, dass Tobi mal die Hauptwache hat, damit ich nicht Eisern Feuerwehr habe und er auch was zu tun hat. Hey, ich habe auch noch keine Rückmeldungen. Man liebt es. Nö, hat nicht funktioniert. 10 RTW 1 zugewiesen. Kein Problem. Ah, okay, hat funktioniert. Ja, ich habe nur... Ist schon ein Abschlepper. Ich kann mich erstmal darüber aufregen, dass ich keine... Was? Ist bei der Explosion im Gebäude der Abschlepper schon bestellt worden für den Neff? Sehr schon schön. Da. Oder schon bestellt. Aber da ist schon da ist, keine Ahnung. Nee, das kann das ich nicht sehen. Achtung, Einsatz für Alex 016, Alex 015, G, E, Geiselname brauchen wir das SEK, das ist Martha. H-M-E. Heißt das Fahrzeug. Okay, was brauche ich da? Bei der Geiselnahme? Zeug.
Demonstrationen. Naja, was von dem SEK? Egal. Alles. Ich schicke dir einfach mal was hin. Ja. Einsatz für Martha 61. Der KDEW, das ist eine Person ist da drin. Ich brauche den großen. Ich habe keine Ahnung, was ist. Auch also die Demonstration ist auf der Autobahn. Ist cool. Okay. Ich schicke dir einfach mal was. Achtung, Einsatz für Martha 72.1. Martha 73.1. So. USBV. Schick da einfach mal so 6 Streifenwagen. Oh, auf der Autobahn brennt es auch ein Busch. Alles klar. Achtung, Einsatz für 10 HLF 201. Brennender Busch, Baum. Oh nein, nicht da. Ist in Arbeit. Unangekündigte Minusgrundgebung. Alex 017, Alex 012, das mag ich. Alex 018. Unangekündigte Großkundgebung. Sind aber auch anders leichtsinnig, ne? Einfach sie unangekündigt auf die Autobahn stellen. Und dann fängt auch der Busch noch seltsamerweise an zu brennen. Was machen die zwei Busse dort? Haben die eventuell die Menschen dorthin gebracht? Was ist das? I don't judge, aber könnte sein. Okay, ein SEK-Spezialist ist da. Der regelt das jetzt. Ja, wobei noch zwei MTW. Gut, wir haben 6 C-Rohr im Angriff, die Explosion Gebäude ist unter Kontrolle. Ich weiß halt nicht, welche da eingegangen ist. Es sind noch zwei andere SEK-Sachen unter die PAs beim Pfeifen. Wie mache ich die Anschluss oder gehst du überhaupt an? Beim Gruppenführer. Was gibt's? Meine gepfiffen? Nee, bei mir ist relativ. Wenn ich da drauf drücke, passiert aber nichts. Nö, bei mir auch nicht. Aber das ist anscheinend einfach dieses Pfeifen. Ja, wenn es leer ist. Gibt es vielleicht noch einen Wasserwerfer für die Großkundgebung? Die sehen sehr aggressiv aus in meinen Augen. Wenn du mir sagst, was für ein Dings der Wasserwerfer hat. Barbie? Oh, der Bereitschaftspolizei müsste der, glaube ich, sein. Ah, du legst schon mal los hier. Ach nee, das ist... Ach, du hast 13 Juni vom Streifenwagen. Okay. Ich habe die gar nicht gesehen. Ups. Lol. Wie ich habe den SEK zum falschen Ding geschickt, aber dann habe ich den Wasserwerfer gefunden. Achtung, Einsatz für Alex 502, unangekündigt. Oh, wir haben sehr viele aggressive Menschen, die Steine werfen. Also habe ich den SEK doch zurück? Nein. Nee, ich habe die auch. Trink den Wasserwerfer. Er ist auf dem Weg. Die werfen jetzt gerade Tobis Polizisten ab. Er ist auf dem Weg. Die versuchen hier gerade die Leute wegzuscheuchen, ne? Ich würde schätzen, wir haben hier 20 Leute zum Festnehmen. Jo. Der GFKW, den hole ich dann von dem anderen Einsatz hier unten, ne? Ja. Ne, wir kommen aktuell zurecht. Okay, brauchen wir nur den Wasserwerfer. Und dann wegen Abtransport müssen wir nochmal schauen. Ja. Also in meine MTWs passen 4 Leute rein. Schaust du mal, dass du deine Polizisten vielleicht noch wegholst, dass die hier nicht noch weiter Schaden nehmen? Obwohl, die nehmen keinen Schaden. Okay, gut. Ich kann sie wieder einsteigen lassen, 2 Polizisten, ich habe aussteigen lassen. Also ja, also ich kann 10 Leute mitnehmen mit meinen Fahrzeugen. Wenn jetzt noch der GFKW kommt, dann sollten es ja noch ein paar mehr Leute sein, die du mitnehmen kannst. Ja, das Ding ist bei der Geisel. Oh, mittlerweile brennt auf der Autobahn ein bisschen mehr schon. Ja, da... Würde ich so ein bisschen ohne Hydranten zurechtkommen. Hanna, könntest du uns ein TLF zu dem Autobahn-Dingsbums holen? Also zum brennender Buschbaum? Genau. Ah, okay, da ist es SEK. Ja. Okay, Martha 61-2-SW-5. Das ist der, was den SEK brauchen. Ja. Okay. Gut, brennender Buschbaum ist zu Ende. Okay. Bin bereit. Sofort. SEK geht bei der Geiselnahme rein. Attacke! So, aber jetzt auch Leute rein, ne? Zum Festnehmen. Aber der Explosion im Gebäude kommen sie auch nicht weiter, ne? Wir halten die Einsatzstelle, sonst gehen sie weiter aus, weil die Leute nichts mehr machen. Breitet sich aus, ja. Ein Abschlepper bitte. Verstanden. Zum Explosion-Gebäude.
Und DLK oder sowas. Und das Gebäude mal ordentlich gelöscht werden. Junge, das Auto löschen. Ja, oder die Gebäude stürzen halt einfach ein. Gebäude eingestürzt? Mein Feuerwehr soll nicht mehr wachen. Ich schalte diese Atemschutzlogik aus, das ist einfach nur nervig. Ja, die machen nichts, die Feuerwehrleute. Haben die vielleicht keine Ressourcen mehr? Ja, aber bei uns ist das Auto, die wollen jetzt trotzdem nicht weiter löschen bei mir, die Leute. Ich lasse die alle mal zusammenpacken und dann baue ich bei mir die neue auf. Du kannst auch den Atemschutz ablegen, sagen, ne? Lass es einfach komplett abbauen. Weiteres Gebäude brennt, so wie ein PKW, zwei weitere PKW in Gefahr. Wir brauchen weitere Einheiten, ich weiß nicht. Dringend. Was braucht denn hier irgendwo? Löschzug. Explosion im Gebäude. Löschzug, Explosion im Gebäude. Und vielleicht noch eine zweite DLK. Ja, auf der Wache 1 halt das ganze Zeug. Dritter PKW brennt, vierter weiter in Gefahr, vierter PKW brennt auch. Warum? Ich brauch, ja. Achtung, Einsatz für 1 DLK 23 1, 1 LF 10 1, F 2, Explosion, G, E, B, A, E, U, D, E. Achtung, Einsatz für 1 ELW 1, F 2, Explosion, G, E, B, A, E, U, D, E. Erstmal primär in den GFKW transportieren. Ja, Demo. Das mache ich eigentlich schon die ganze Zeit. Ich wollte sagen, mache ich jetzt so. GFKW voll, fährt ab. Eine verletzte Person. Wasserwerfer geht's weiter los auf die halbwegs friedlichen Demonstranten. Ne? Polizist wird erst versorgt vom Kollegen. Ich würde meine Polizei mal abrücken zum Abtransportieren der Leute. Eine Polizist von mir nicht weiter versorgt, aber gut. Ich melde eine verletzte Person, zumindest bei der Geiselnahme aktuell. Dann schicke ich dir mal ein RTW. Gebäudebrand, also Explosion Gebäude weiter außer Kontrolle. Ich würde sagen, das ist jetzt nicht so der glorreichste Einsatz für uns. Nee, war auch ein bisschen Ablenkung da. Ja, es sind erst drei Gebäude eingestürzt, also alles super bisher. Wurde das benötigt beim, bei Demo. Demo, genau. Ach so, und die Geiselnahme, da müsstest du nochmal versorgen sagen. Der macht irgendwie nichts. Da wirst du wahrscheinlich auch ein NEF. Am Patienten nicht anwählen. Hm? Sofort. Bin bereit. Sofort. Keine Interaktion mit Patient möglich. Und dann holen NEP und holen Leichenwagen. Das ist richtig. Das sieht doch tot aus. Dann einmal Neff bitte zur Geiselnahme. Einmal Leichenwagen. Holen gleich einfach einen Leichenwagen. Oder geht das? Nicht erst, ja, ich, müssen wir den nicht erst doch als tot klassifizieren lassen von dem Arzt? Ich weiß es nicht. Ja, aber so lebendige Person eine Leiche in den Sarg schmeißen. Wo denn? Geiselnahme, okay. Tobi, bei dir, da brennt's jenseits von unserer Einsatzstelle. 10 HLF bei der Explosion. Auf der anderen Straßenseite brennt's auch schon. Ein Gebäude und Parkanlage. Am Anfang. Braucht ihr noch ein bisschen was an HLS oder habt ihr genug? Wo brennt's? Da. LOL. Ja. Wie ist das denn gerade aufgefallen? Achtung, Einsatz für 2 HLF 202 F2 Explosion G. DLK wäre auch noch ganz gut. Ich wollte mich gerade eigentlich sagen, wir haben es unter Kontrolle, bis ihr gesehen habt, dass da drüben außer Kontrolle ist. Mein ELW ist ja schon da. Also die ursprüngliche Einsatzsituation ist jetzt langsam unter Kontrolle. Wir haben mehr Fahrzeuge freigeschaltet. Den Lüdenscheid-Löschzug 2 einfach einmal. Der ELW HLF 201 DLK 231 etc. einfach mal alles her. Von der externen. Also ELW, DLK und 2 HLF oder was? Jo, genau. Okay. Achtung, Einsatz für 1 KDOW A 2 HLF 20 16 HLF 201 F 2 Explosion. Oh Gott, oh Gott. Fängt das jetzt auch an, weil das ist ein anderer Einsatz hier um die Ecke, ne? Ja, Person ist tot. Alles klar.
Wir bräuchten einen Leichenwagen bei der Geiselnahme. Okay, das geht noch nicht. Und jede Menge Abschleppfahrzeuge. Einsatz brennender Busch, Baum benötigt Unterstützung. Gesamter Innenhof brennt, mehrere Mehrfamilienhäuser akut gefährdet. Mehrere mit Ja. Da reichen meine drei Feuerleute nicht aus. Achtung, Einsatz für 10LF201. Brennender Buschbaum. Halt, so selten. Nicht, dass gleich nochmal so eskaliert wie gerade eben. Achso, und die kommen hier nicht weiter, das heißt... Was gibt's? Ich habe hier gerade ein einziges LF im Bereich hin platziert. Na, ich muss die alle einmal Schlauch abkoppeln lassen und Verteiler neu platzieren. Ja. Leute von der Demo stehen auf der Brücke. Jetzt kommen die erst aus schon durch. Brennender Müllcontainer. Brennender. Wie viele davon hatten wir eigentlich in den letzten zwei Folgen insgesamt? 8. Ach so, wir müssen jetzt bei Müller und Brand noch den Schlauchwagen zeigen. Können wir machen. Ja, wir haben ja gezeigt, wenn ihr mir sagt, wo ich das überhaupt alarmieren kann. Irgendwie ein Fahrzeug mit SW als Name. Ich glaube, irgendeiner freiwilligen Feuerwehr hat das bestimmt. Das Problem ist auch, bis zum nächsten Gewässer ist ein bisschen weit von dem Müllbrand aus. Boah, dann legen wir einen langen Schlauch. Ja, süß, das ist nur so ein eingezäunter Fluss. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwo rankomme. Also der ist mit hier mit Betonmauern.
eingerahmt. Ah, hier ist ein Ufer. Okay, ich hab ein Ufer gefunden. Ne? Wo ist der überhaupt? Also bei Ping? Da. Das Ufer wäre... Hier. Da wäre das Ufer. Oh! Wie gesagt, das ist ein bisschen weiter entfernt. Aber da wäre ein flaches Ufer mit Zugang, wo die Feuerwehrleute dann auch die Pumpe legen könnten. Ne? Du, pass auf. Ich mach das jetzt erstmal noch eben mit Schnellangriff. Plünderung. Das würde mich auch mal interessieren, was das ist. XX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 X
Also das hätte ich mir unter dem Einsatz Schirr doch vorstellen können. Das ist kein Waldbrand mehr mit Schlauchwagen. Nee, weil ich essen gehen muss. Also. Okay. Und ja, da sehen wir uns dann nächste. Nee, stimmt, es gibt gar keine nächste Folge mehr, ne? Richtig. Das war nämlich vorerst die letzte Folge mit Emergency Lüdenscheid hier, mit Multiplayer und allem. Es ist das nicht geschafft, einen Schlauchwagen zu. Na, jetzt sind ja erstmal sächsische Sommerferien. Das heißt, jetzt geht es nach Ferienplan weiter bei uns. Das heißt, erstmal wöchentlich 2 Folgen Raft. Und wenn es schon draußen ist, wissen wir jetzt noch nicht, dann auch eine Folge Freiwillige Feuerwehr von Notruf 112 Teil 2. Ich glaube aber nicht, dass es bis dahin rauskommt. Ansonsten gibt es vielleicht nur die 2 Folgen Raft jede Woche. Oder wir finden doch mal irgendwas in den Ferien, was wir Zeit haben, das zu produzieren. Können wir auch nicht versprechen. Genau, Pascal, du hast unten auf der Map hast du auch noch ein TLF 4000 stehen. Da würde ich dich bitten, nochmal zurück alarmieren. Ja, aber ansonsten kann ich sagen, es war doch ganz eine nette Staffel, weil auch wenn es nur 10 Folgen waren, war nicht gut. Und wenn wir den Schlauch noch unbedingt sehen wollen, dann schau mal bei Lüdenscheid vorbei. Die Funktionsweise von dem hat sich, glaube ich, nicht so krass geändert. Wuppertal, meine ich ja. Aber bis dahin noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.